Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Hogwarts. Ich befinde mich im Raum der Wünsche. Das Spiel haben wir ja, naja, die Hauptstory haben wir abgeschlossen. Aber es gibt noch viel zu tun. Packen wir es an. Ich guck mal kurz hier in die Aufträge rein. Und man sieht, wir haben einen Auftrag, wo wir mit Weasley sprechen sollen. Im Schatten der Freundschaft, mit Ominous sprechen noch. Harlows letztes Gefecht. Sprich mit Nettie beim Cup, wir müssen mit Harlow nochmal kämpfen. Es steht in den Sternen. Wir müssen auch in den Wald und uns mit den Zentauren auseinandersetzen. Und dann haben wir die ganzen Nebenquests noch. Jetzt ist meine Stimme fast weg. Ich würde sagen, wir fangen mit den Sternen an, denn ich würde ganz gerne mal wissen, wie es weitergeht mit den Zentauren. Und wie man sieht, ist es ein ganz schönes Stückchen. Aber da fliegen wir gleich mal hin. So, meine Ausrüstung habe ich einfach mal hochgepusht. Ich habe jetzt während eurer Abwesenheit 2, 3 Tiere gefunden durch Zufall. Und die habe ich genutzt. Also ich habe ein Einhorn gefunden und noch ein paar Knieselkatzen. Damit kann man seine Ausrüstung ein bisschen verstärken. Huch. Das ist ja die falsche Richtung, da wollen wir gar nicht hin. Den mal kurz mal. Hier noch irgendwie so einen alten Posten drin, der kann ja raus. Wo ist denn der hin? Kann ich gar nicht sehen. Na gut, wir sollen auf jeden Fall dahin. Ich weiß nicht, warum das lilane Ding da noch angezeigt wird. Muss eigentlich gar nicht. Aber ich kann Poppy gar nicht sehen. Kann ich hier auf der Karte festlegen nochmal? Machen wir mal kurz. Ach, sie wahrscheinlich daran, weil ich fliege, ne? Mal kurz gucken auf die Karte. Ah. Ungefähr in die Richtung ist sie ja. Da. Und das geschah, nachdem du den Mondstein platziert hattest. Weißt du warum oder was es bedeutet? Hat es mit den Schnatzern zu tun? Das Wissen einer Person kann weit sein wie die See. Doch seiner Tiefe sind Grenzen gesetzt. Okay, reden wir mit ihm. Schön, dich wiederzusehen, Doran. Hat Poppy dir schon alles erzählt? Das hat sie. Und ich bin froh, dass ihr beide sicher zurückgekehrt seid. Ich zweifelte an der Weisheit, euch auf einen Weg zu schicken, der bestenfalls unbekannt und schlimmstenfalls tödlich war. Oh oh. Aber der Weitblick der Zentauren ist weder persönlich noch einseitig. Der Himmel sagt uns, was kommen wird. Und oft verstehen wir nicht, was wir gesehen haben, bis es eingetreten ist. Du wusstest, dass die Wilderer Poppy und mich töten wollten? Ich kannte meine jungen Freunde noch nicht. Allerdings war ich auch nicht überrascht. Es war ganz so, wie ich unser erstes Treffen erwartet habe. Könnten wir vielleicht ganz von vorne anfangen? Das würde Poppy und mir sehr helfen. Ja, natürlich. Ich finde, das ist oft der beste Einstiegspunkt, nicht wahr? Vor vielen, vielen Monden sah ich gewisse Ereignisse voraus, die ich lange nicht zuordnen konnte. Bis ihr mir von den Schnatzern und den Wilderen erzählt habt. Ich glaube, das Symbol, das durch den Tanz der Mondkälber entsteht, markiert den Ort, an dem die Schnatzer versteckt sind. Wie es der Zufall will, kenne ich diesen Ort. Natürlich. Bitte fahre fort. Ich habe dieses Symbol bisher nur einmal gesehen. An einer Felswand der Steilhänge im Wald. Dann ist Eile geboten. Die Schnatzer, die dort versteckt gehalten werden, sind vielleicht nicht mehr sicher. Suchen wir die Schnatzer. Wenn du mit diesem Ort recht hast, sollten wir uns auf den Weg machen. Wir sehen uns dort. Wir dürfen die Schnatzer nicht noch einmal verlieren. Natürlich nicht. Okay. So, wie man sieht, habe ich das letzte Mal Jobberknolls gesucht. Und auch gefunden. Die waren hier unten in diesem Bau. Das machen wir jetzt nochmal weg, das Ding. So. Und was zeigt sie uns jetzt an da für eine Stelle, wo wir hin sollen? Gar nichts. Okay. Also hier zeigt uns gar keinen Auftrag an gerade. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich wieder warten, bis sie uns irgendwas erzählen. Aber jetzt habe ich nur noch die Hauptquests leuchten, ne? Weasleys wachsamer Blick. Ich muss mal so in dem Büro im Unterricht und Verwandlung besuchen.
Wir machen mal Harlows letztes Gefecht. Warten wir, bis sie wieder einen Auftrag für uns hat hier. Und so lange machen wir das letzte Gefecht. Ist auch wieder am Arsch der Welt natürlich. Warum soll es auch in der Nähe sein, ne? So. Ist alles nun ganz schön weit weg. Auch gut, dass wir überall die Flugpunkte haben. Sonst wäre es wirklich ein Airflug durch die Gegend. Wie ist mir in so einem kleinen Dorf, wo... Hui. Ich frage mich auch, wann ich denn mal meinen letzten Flug-Dings kaufen kann bei ihm. Müsste es nicht auch langsam mal kommen? Bereit, Harlow zu erledigen? Ich bin bereit, Harlow ein für alle Mal zu erledigen. Was ist dein Plan? Mrs. Bickle hat eine Eule geschickt. Sie fragt, ob wir schon Glück bezüglich Harlow hatten. Sie meint, ein Freund beim Kap am Herrenhaus könnte Beweise haben. Oh. Aber sie hat uns gewarnt, dass wir uns unbedingt da raushalten sollen. Und das mit Nachdruck. Ganz genau. Harlow weiß, dass wir Archie gerettet haben. Und Mr. Rape. Der Brief kam nicht von Mrs. Bickle, oder? Nein, ich glaube kaum. Harlow will uns eine Falle stellen. Aber jetzt sind wir im Vorteil. Wir können uns vorbereiten. Yeah. Wir sind stärker als Harlow und er weiß das. Deshalb greift er zu dieser Trickserei. Wir müssen hin. Ja, los geht's. Ich weiß nicht, ob wir das überstürzen sollten. Oh nein. Wenn wir nicht aufpassen, bläst er den Hinterhalt noch ab. Wir sollten uns so verhalten, wie er es erwartet. Das stimmt. Na gut. Los geht's. Super. Super. Harlows Herrschaft endet heute. Vielleicht sollten wir Officer Singer unseren Plan verraten. Ich habe schon eine Eule geschickt, dass wir einer Spur nachgehen, die Mrs. Bickle uns gegeben hat. Hast du Angst, sie sagt es deiner Mutter? Ja, aber dann ist es eben so. Ich will es nicht mehr verstecken. Meine Mutter muss verstehen, dass ich erst sicher vor den Erschwinderinnen bin, wenn alle es sind. Ich werde sie bis zum Ende verfolgen. Und ich denke, das weiß sie. Oh. Genau wie du. Ja, das stimmt. Oh, das ist cool. Ach, das ist Fernauto, wo wir rübergeflogen sind. Er ist bestimmt hier irgendwo herum. Ich spüre, er ist in der Nähe. Wo ist er? Ich weiß nicht. Wir sollten uns umsehen. Okay. Diese dummen Kinder sind direkt in unserer Falle. Erschwinderinnen, wir hatten recht. Ich habe ein paar Dörfer gekonnt. Rookwoods Drecksarbeit. Es wird Zeit, dass Rookwood Renrock über die Hand reißt. Die kleine Nazionai, nicht wahr? Und da ist auch ihr widerlich treuer Schatten. Ha. Ihr zwei habt meine Geschäftspläne wirklich sehr oft durchkreuzt. Aber ich muss euch fast Respekt zollen. Wart ihr anfangs nur nervtötend, seid ihr jetzt zum echten Problem geworden. Glücklicherweise bin ich dafür bekannt, Probleme zu lösen. Na, wollen wir gucken. Bombarda, ins Hände. Ihr versucht es nicht mal. Contingo, Defendo, Defendo. Arresto, Momento. Abada, Liga. Schade, so viel Vergeudung und Potenzial.
Nintendo! Das wird übel für euch! Arresto Momentum! So. War's das, Bean? Na, du Affe? Nein, das macht sie. Aber Crucio ist doch nur der Schmerz. Das ist ganz so schlimm, oder? Was ein bisschen witzig ist, sie springt, sie verwandelt sich zu einem Tier, springt dazwischen, hätte sie einfach nur die Pulse oder irgendwas machen können, auf ihn, dass er wegfliegt. Nein, das geht natürlich nicht. Sie muss natürlich retten, wie ihr Vater das damals bei ihr gemacht hat, davor springen, eine Heldin, sozusagen. Ein bisschen übertrieben vielleicht. Naja, was soll's. Bist du sicher schon bereit für Besuch? Natürlich. Ja, Mutter. Ich fühle mich gut und bei diesem Besuch gleich noch besser. Also gut. Aber übernimm dich nicht, Nazai. Nein, Mutter. Ich suche dich hier gerade, aber ich kann nicht mit dir reden. Vielleicht ist es in der Verbindung Abteilung. Oh. Okay. Jetzt. Es tut so gut, dich zu sehen. Freut mich zu sehen, dass es dir so gut geht. Mir geht's besser, als es scheint. Ich bin nur hier, weil meine Mutter für alle Fälle darauf bestanden hat. Ich war erleichtert, als sie mir sagte, dass es dir gut geht. Aber nur dank dir. Wie geht es dir? Also, mir ging's schon mal besser. Aber Schwester Blaney meint, es geht bergauf. Tut mir leid, Natti. Es ist meine Schuld, dass du verletzt wurdest. Was? Nein! Dich trifft keine Schuld. Als ich sah, wie Harlow seinen Zauberstab auf dich richtete. Du hast instinktiv gehandelt. Ich nehme an, es war Instinkt, ja. Ich konnte doch nicht zulassen, dass du verletzt wirst. Dann sollte ich mich nicht schuldig fühlen? Nein, natürlich nicht. Es gab nichts, was du... Oh. Herrje. Ich kann nicht glauben, dass ich das jetzt erst erkenne. Mein Vater, er traf eine Entscheidung. Ganz instinktiv. Ach, du wie plötzlich trägst hier ist heute ebenso wenig Schuld an meinen Verletzungen, wie ich an dem Opfer, das mein Vater vor Jahren gebracht hat. Nach dem, was ich von ihm weiß, scheinst du viel von deinem Vater in dir zu haben. Das ist wirklich lieb von dir. Ich hoffe, du hast recht. Das war alles ein bisschen viel, nicht wahr? Eine Schlacht hier in Hogwarts. Alles, um Harlow und den Rest von Rookwoods Bande zur Strecke zu bringen. Doch wir haben es geschafft. Rookwood ist tot. Harlow ist auf dem Weg nach Azkaban und der Rest ist auf der Flucht. Manche von ihnen werden immer noch für ihre verlorene Sache kämpfen. Aber Rookwoods Organisation ist zerbrochen. Alles ist jetzt sicherer wegen uns. Wegen dir. Danke, aber wir zwei sind doch einfach ein tolles Team. Du hast meine Zeit in Hogwarts noch viel mehr bereichert, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Danke. Ich glaube, deine Freundschaft ist eine der wichtigsten in meinem Leben. Oh Gott, Jan, jetzt krieg ich gleich ein paar Tränen in die Augen hier. Danke, dass du mich besuchst. Es tut immer gut, dich zu sehen. Die Gazelle der Vergeltung. Entschuldigung. Also schon. Das ist die Gazelle der Vergeltung. Schon krass. Nur gut. Also, wir haben auf jeden Fall mal einen neuen Talentpunkt bekommen, glaube ich. Den können wir mal vergeben. Dunklen Künste sind eigentlich nicht mehr so wichtig bei den Kämpfen, glaube ich. Obwohl das lustig ist, wenn wir natürlich den nehmen. Weil wenn wir die alle verfluchen und dann Abracadabra benutzen, dann sterben alle anderen auch. Hat schon was. Gut, was haben wir noch hier? So, unsere nächste Quest, unser nächster Auftrag. Ein Schnatzer in der Hand. Das können wir endlich machen. Haben wir ja gerade eben schon gesehen, geredet mit dem Centaur. Und jetzt können wir, glaube ich, das beenden. Perfekt. Da freue ich mich drauf. Die Quest ist eine Quest, wo ich mich wirklich drauf freue. Weil ich finde diese Zentauren einfach nur sau cool. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie So, fliegen wir denn?
liebe diesen Besen. Aber trotzdem würde ich ganz gerne mal die Erweiterung haben. Oder muss ich einfach mal hinfliegen zu ihm? Kann ich auch mal machen. Mal schauen. Oh, ist das ein Wolf? Bombarde. Weg mit dir. Ja. Einfach unglaublich. Hallo, Poppy. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Siehst du das Symbol über dem Eingang? Die Mondkälber am Steinkreis haben das Gleiche gemacht. Natürlich deutete Doran das an, aber es da zu sehen... Könnten die Schnatzer wirklich hier versteckt sein? Finden wir es raus. Doran wartet weiter vorne auf uns. Dann lass uns gehen. Die Schnatzer. Sehen die so ein bisschen aus wie der goldene Schnatz? Wahrscheinlich nicht, ne? Schnatzer. Ich bin froh, dass wir den Wilderern wohl einen Schritt voraus sind. Etwas seltsam, dass wir nichts von ihnen gehört haben. Mit etwas Glück hängen sie noch immer über Omas Forschung. Hier sie sind Niesel. Ganze Menge. Könnt ihr sehen? Und wir haben Doran auf unserer Seite. Ah, hier war ich schon und hab die eingesammelt. Wenn die Wilderer auf diesen Ort stoßen, sind wir bis dahin längst weg. Revelio. Da sitzt irgendwas Größeres. Da Spinnen. Und da ist Dorian. Doran. Ich grüße Doran. Euch. Hallo. Ich hoffe, du wartest noch nicht lange, Doran. Keineswegs. Andererseits bin ich nicht der, der euch erwartet. Habt ihr den Mondstein mitgebracht? Gewiss. Gut. Er ist so wichtig für das, was jetzt geschieht. Ebenso wie ihr beide. Und was geschieht jetzt? Was sind diese Säulen hier? Vermutlich eine Schutzmaßnahme. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Und was die Lösung dieses Problems betrifft, wisst ihr beide es wohl am besten. Wenn der raus für die Ruinen gelangt, das kriegen wir wohl hin. Also erst den Mondstein hier reinpacken. So, da zeigt er uns Symbole an. Er zeigt uns die Sonne an und irgendein anderes Symbol, ein Schlüsselsymbol. Die Sonne ist da, das heißt, wir müssen diese Lichtdinger da wahrscheinlich irgendwie... Ach hier. Muss irgendwie das Lichtsymbol hier auf die Sonne bekommen. Ich frage bekommen, mich, ne? Ob die Säulen sich bewegen. Ja, tun die doch, hast du gerade gesehen, die Affe. So, warte mal, wo scheint das Ding jetzt hin? Ach, deswegen ist er wegen diesem blöden Spinne da hinten. Lass uns die Spinne killen da hinten. Gib mir auf den Sack. Bombarda! So. Gut, also nochmal weiterziehen hier. Ich muss einmal wissen, wie das am meisten Sinn ergibt. Also wir haben ja verschiedene Symbole. Einmal dieses Schlüsselsymbol. Da zeigt er jetzt ja drauf, das ist ja verkehrt. Arresto, Moment, Tag hier. Jetzt zeigt er darauf, ist auch verkehrt. Noch ein weiter. Arresto, Moment. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Ach hier. Da hat es wahrscheinlich auch. Pass auf. Nein. Hä? So, jetzt ist die Sonne auf jeden Fall aufgehört. So wie da auch, ne? Arresto, Moment. Gut, und das andere Ding müssen wir jetzt ja auf diesen Schlüssel packen. Wo ist denn das Schlüsselding? Der blöde Kaukohl. Ist der hier? Ja, okay, dann müssen wir den hier da irgendwie hinbekommen. Ach hier. Ich nehme an, wir alle Bombarda dahinter liegt. Und hier jetzt nicht. Muss ich euch verlassen, fürchte ich. Vorerst, jedenfalls. Okay, dann geh wieder rein, suchen wir nicht mit rein? Wenn die Schnatzer hier sind, wird die Herde sich selbst von der Wahrheit überzeugen wollen. Vor allem Alec. Geht okay. Ohne mich. Ich werde zurückkehren, sobald ich kann. Ja, mach mal. Ich geh mal rein. Hm.
Also bessere Wertung und höheren. Ich habe meine Ausrüstung echt auf. Ihr könnt ja mal gucken, ich habe meine Ausrüstung wirklich hoch gepusht. Pass mal auf, wo ist denn das Ausrüstung da? Also ich habe jetzt wirklich hier alles auf Verbesserung volle Pulle. Das heißt, wir haben auch der Angriff ist der stärkste. Und Verteidigung auch. Kann natürlich sein, dass man noch Sachen findet, die ein bisschen besser geschützt sind. Ne? Also ein bisschen besseren Sachen haben. Aber im Moment ist es ganz gut, glaube ich. Sieht cool aus hier. So viele Bücher. Du kennst das Arbeitszimmer meiner Oma nicht. Coole Hütte. Sieh dir die Malereien an. Das sind alles Tierwesen. Dieser Ort muss zu ihrem Schutz entstanden sein. Sie hatten nichts zu befürchten. Bombarda! Wie kommst du darauf? Unsere Lager fühlten sich immer so erdrückend an. Dieses Gefühl war überwältigend. Zumindest für mich. Hier spüre ich nur Sicherheit und Ruhe. Das Gegenteil von einem Wildererlager. Mal was einsammeln hier. Rivelium. Da oben habe ich schon gesehen, ist eine Kiste, die kann man einsammeln. Die Türen hier können wir nicht. Können wir durch, aber wir können auch da irgendwie hoch wahrscheinlich, ne? Akio. So. Rivelio. Ja, warte mal. Okay, machen wir hier mal was hin. Und zwar den und den. Den noch. Leviosa. Das war dumm, das war der falsche. Regardium Leviosa. Ja, und dann? Leviosa. Sieht, ob ich da raufklettern kann, oder? Guck mal, was hier oben ist. Irgendwie nur Kohle. Rivelio. Geile alte Tür hier, aber ist noch nichts. Meine Sammlung aktualisiert, riesiger Tisch, okay. Mehr können wir hier aber nicht machen. Gehen wir weiter hier. Lumos! Halt! Was ist okay, geh erstmal hier unten durch. Komm, trink! Lumos! Lumos! Bin ich von Kohle? Lumos! Mit der Truhe? Rivelio. Mehr ist hier nicht. Wer auch immer das hier erbaut hat, hat gerne gelesen. Und die Lumos. Bücher handeln alle von Tierwesen. Das wäre was für deine Oma. Und wie? Ich kann es kaum erwarten, ihr davon zu erzählen. Rivelio. Ich wette, dass das nicht wirklich eine Sackgasse ist. Aber wie kommen wir weiter? Naja, wir müssen auf jeden Fall die Dinger holen. Erstmal hier oben längs und die Würfel besorgen. Die müssen ja irgendwo sein. Da ist immer so einer. Warte mal. Mal direkt holen. Ringardium Leviosa. So. Leviosa. Ringardium Leviosa.
Akio! Wingardium Leviosa! Akio! Leviosa! Was andere? Wingardium Leviosa! Gut, das machen wir gleich, aber war da oben noch was? Habe ich mich gar nicht drauf geachtet. Nur Gold. Auch nur Gold, okay. Lass uns das hier mal machen. Bombarda! Incendium! So, hier brauchen wir was mit Eis, ne? Arresto Moment! Nein, was mit Eis, hab ich gesagt, warte. Lazio! Okay, drei Türen? Ne, okay. Ich dachte, das sind zwei verschiedene Türen. Wie clever. Sieh dir das an. Was war das? Nicht doch. So viel ist Licht. Sollen wir beenden, was wir wollen? Das kannst du vor. Arresto Momentum. So. Zum Tower kommen, okay. Zauberstäbe bereit. Arresto Momentum. Ich wollte noch schnell was essen. Ich wollte noch schnell was essen. Trinken. Nicht mehr. Ah, nochmal. Eigentlich gar nicht so schwierig. Muss man echt ein bisschen aufpassen. So, nochmal rein hier. Sieh dir das an. Was war das? Nicht doll. Ach, die lässt sich. Die Pendung. Sollen wir weggehen? Arresto Moment. Arresto Moment. Fahre geht ab. Nintendo. Potato, hoffe, du kommst. Okay. Und die nochmal. Also springen haben wir schon gesehen. Und weiter geht der Kampf. Moment.
Ja, gerne. Ich hatte schon Ah, verdammt. Na, warte. Ja, noch andere, die einen Fluch hatten. Ich glaube, das waren alle. Ja, das glaube ich auch. Seid ihr unverletzt? Ich wollte zurückkehren, bevor es zu spät ist. Uns geht's gut, aber wärst du nicht rechtzeitig gekommen? Ich hab sie hergeführt, Doran. Du hast mit uns gegen deine Art gekämpft. Ich bin froh, das gesehen zu haben. Jetzt glaube ich, was Doran mir sagte. Sie sind es, die ich sah, Alec. Beende deine Arbeit hier, Bruder. Noch nicht alles, was du vorhergesehen hast, ist geschehen. Okay. Sperre die Türen zum Zuloser Schnatze auf. Okay, wie macht man das, ist die Frage, ne? Okay, irgendwie schwierig. So. Ich bin gespannt. Auch gespannt, wie die Schnatze aussehen. Sind sie. Jetzt müssen wir nur noch den Zauber brechen. Und ihr wollt, dass wir... Ich wollte immer nur, dass sie sicher sind. Und das sind sie. Du solltest das tun. Oh, schlüpfen die jetzt auch? Die sehen ja geil aus. Aus wie Angry Birds. Nur wohin mit ihnen? Sie brauchen noch Hilfe. Und sobald jemand von ihrer Rückkehr erfährt... Ihnen wird nichts geschehen. Die Zentauren sorgen dafür. Das schwöre ich. Danke, Doran, für deine Hilfe bei der Suche und deinen Einsatz. Die Ehre gebührt ganz allein dir, Kind. Die Wilderer hätten das nie getan. Vergiss das nie. Ihr habt heute mutig gekämpft. Erlaubt uns, ab hier zu übernehmen. Auf jeden Fall. Wenn es dir nichts ausmacht, Doran, würde ich gern bleiben und noch etwas Zeit mit den Schnatzern verbringen. Bombarda! Incendio! Ich weiß nicht, ob es hier irgendwas bringt, aber ich glaube, es bringt nichts. Ne? Aber ich dachte, man kann vielleicht irgendwie... Confringo! Nee. Ich dachte, man könnte hier irgendwas zum Leuchten bringen, dann passiert hier irgendwas. Revelio! Aber ist hier noch irgendwas? Mal irgendwas übersehen? Ich glaube nicht. Gut! Das war's dann auch hiermit. Ich kann leider gar nicht die Karte aufrufen hier. Warum nicht? Doch. Nee, kann ich die Karte nicht erwähnen? Okay. Bist du noch mit den Reden da? Oder sind wir durch? Nee, das war's. Ja, cool. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss.